So. Hi. Okay, das ist ein blödes Intro. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es mal um diese Sachen, beziehungsweise eher um diese Sache. Und zwar geht es heute darüber, wie man Tagebuch schreibt, beziehungsweise wie man da dran bleibt am Tagebuch schreiben. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die anfangen Tagebuch zu schreiben und die es dann komplett überfordert und die dann einfach aufhören irgendwann. So war es bei mir auch eine lange Zeit so. Mittlerweile schreibe ich wirklich fast jeden Tag in mein Tagebuch. Und ja, also für mich ist es eigentlich hauptsächlich, um Erinnerungen festzuhalten und um Gefühle und Gedanken mal festzuhalten und dann später mal reinzugucken, was habe ich eigentlich so aufgeschrieben. Also hauptsächlich dafür oder auch einfach, um wirklich einfach so, ja, Gedanken und Gefühle aufzuschreiben und sie rauszulassen. Okay, ja, also ich habe halt dieses Tagebuch, das ist wirklich ein ganz einfaches Notizbuch, was diese Linienform hat. Ist jetzt nichts wirklich Besonderes. Und ich gebe euch heute einige Tipps für das Tagebuchschreiben. Also viel Spaß bei dem heutigen Video. Okay, also ich habe hier immer so Strategien und Theorien und meine Theorie ist, beim Tagebuchschreiben muss ich zwei Dinge fragen. Die erste Sache ist, warum? Das heißt, du fragst dich, warum möchte ich eigentlich Tagebuch schreiben? Wie gesagt, bei mir ist es halt wirklich das Erinnerung festhalten oder einfach Gefühle und Gedanken aufschreiben, dass sie aus meinem Kopf weg sind. Sucht einfach euer Why, also warum macht ihr das eigentlich? Und wenn ihr euer Warum gefunden habt, dann habt ihr eine größere Motivation, was auch logisch ist. Die zweite, wahrscheinlich auch wichtigste Frage ist, wie? Das heißt, wie möchtest du Tagebuch schreiben? Da es ja so viele Varianten gibt, wie man Tagebuch schreibt. Ich glaube, diese normale, klischeehafte 0815 Methode ist einfach dieses Aufschreiben, also diesen Fließtext runterschreiben, also liebes Tagebuch, heute war ich dort und dort und habe den und den getroffen. Ich mache es so ähnlich, also ich kann nicht mal sagen, wie ich Tagebuch schreibe, ich mache es auch so mit diesem, ja. Ich mache es auch so mit dieser Methode, also ich schreibe eigentlich auch einfach so einen Fließtext, aber ich schreibe es in Englisch, frag mich nicht warum. Ich glaube, es hat bei mir so ein bisschen eine Intention von Distanzierung, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht mache ich es auch, weil Englisch wirklich meine Herzenssprache ist und ich mich auch Englisch besser artikulieren kann, aber ich denke es nicht. Ich denke, es ist wirklich so, dass ich mich einfach ein bisschen distanzieren wollte, als ich angefangen habe, damit zu schreiben und seitdem habe ich es einfach durchgezogen in Englisch. Keine Ahnung, fragt nicht warum. Und deswegen schreibe ich halt auch immer so einen Fließtext in Englisch, über meinen Tag, über was ich so denke und so weiter. Aber natürlich kann man auch ganz andere Sachen machen. Man kann zum Beispiel auch diese Methode anwenden, a line a day. Das heißt, du schreibst jeden Abend oder jeden Morgen, wie auch immer, einen Satz über deinen Tag auf. Also abends macht dich das wahrscheinlich besser und dann schreibst du einfach auf, was an dem Tag dich irgendwie besonders beschäftigt hat. Das hilft einfach, achtsamer zu sein, noch Dinge mehr wertzuschätzen, wenn du wirklich versuchst, jeden Abend an dem Tag irgendwas Positives zu finden oder irgendein Resultat zu ziehen, was du an dem Tag gelernt hast und so weiter. Also dieses jeden Tag einen Satz. Finde ich eigentlich cool, würde ich eigentlich auch gerne machen, dass man jeden Tag einen Satz zuordnet. Da wird man echt nochmal ein bisschen achtsamer und merkt, dass jeder Tag was Besonderes ist. Cool. Daran anknüpfend kann ich sagen, dass ich mit meinem Instagram-Account LaraEmilyOfficial fast jeden Abend, ich probiere es halt richtig oft zu machen, aber dann vergesse ich es oft, diesen Fragensticker mache, also ihr wisst schon. Und dann schreibe ich da rein, was heute gut war oder sowas wie, was mich heute gefreut hat oder für was ich heute dankbar bin. Und dann können meine Zuschauer da reinschreiben, für was sie in dem Tag dankbar waren und so weiter. Das hat auch was damit zu tun mit diesem Align Day, also auch mit Achtsamkeit und Dankbarkeit, diese Dinge zu praktizieren. Eine Sache, die ich auch mega gut finde, ist das 5-Minuten-Tagebuch. Das heißt, man nimmt sich einfach ein Buch und dann setzt man sich abends hin und schreibt 5 Minuten seine Gedanken auf. Finde ich eigentlich auch richtig cool. Ich glaube, bei mir wäre es nicht so gut, da ich glaube, ich hätte einfach noch mehr Gedanken, die ich aufschreiben möchte und ich schaffe es nicht, in 5 Minuten die alle runterzuschreiben. Aber ich glaube, man denkt sich so psychologisch gesehen, denkt man sich einfach so, 5 Minuten, das habe ich halt, ich kann es mal machen und deswegen macht man es dann auch, wenn man sich denkt so, hey, ich muss jetzt 4 Seiten schreiben oder so und dann macht man es nicht, weil es eine größere Hürde ist. Deswegen glaube ich, das 5-Minuten-Tagebuch, so wenn man das so sagt, eigentlich ziemlich sinnvoll ist. Okay, und meine letzte Idee, wie man noch Tagebuch schreiben könnte, wäre einfach drauf losschreiben. Also vielleicht kennt ihr dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wie kann man das nennen, Braindump? Keine Ahnung, also wenn man einfach sich ein Blatt nimmt und dann einfach drauf losschreibt, ohne drüber nachzudenken, einfach irgendwas schreiben. Wenn man nicht weiß, was man schreiben soll, schreibt man einfach, ich weiß nicht, was ich gerade schreiben soll, aber ich schreibe es jetzt hier und irgendwie fühlt sich das komisch an. Schreib einfach alles auf. Du darfst keinen Stopp machen und schreibst einfach die ganze Zeit weiter. Möchte ich auch mal probieren eigentlich. Ich find's cool. Ich mache das, glaube ich, nachher mal.
Okay, und ich habe gelogen. Es waren nicht zwei Fragen, es waren drei Fragen. Die letzte Frage, die man sich stellen sollte, ist wann. Wann möchte ich immer Tagebuch schreiben? Weil die einzige Möglichkeit, wie du es schaffst, das durchzuziehen, ist, das Tagebuchschreiben als eine Routine zu machen. Also Tagebuchschreiben sollte für dich dann natürlich werden wie jetzt Zähne putzen. Und ja, um es als eine Routine zu machen, kannst du sogar an irgendeine Aktion anknüpfen wie Zähne putzen. Das heißt, du sagst, jeden Abend nach dem Zähneputzen schreibe ich 5 Minuten Tagebuch. Du musst dir einfach im Klaren sein, warum du etwas machst, dann wie du es machst und dann musst du es in eine Routine verwickeln. Das heißt, du merkst jetzt, warum möchtest du eigentlich Tagebuch schreiben, dann musst du dir merken oder musst du wissen, wie du es machst. Das heißt, machst du jetzt jeden Tag nur einen Satz, schreibst du 4 Seiten voll, schreibst du irgendwas auf, schreibst du genau über das und so weiter, so weißt du, was du machen möchtest und dann musst du es halt immer in deinen Alltag verbinden, entwickeln. Immer in deinen Alltag einbinden. Eigentlich kann man diese Methode auf alle Sachen beziehen. Also wie, wann, warum. Kann man auch richtig viele Gewohnheiten beziehen. Genau. Ja, also das war jetzt auch das Video. Ich hoffe, es hat euch vielleicht ein bisschen geholfen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch Tagebuch schreibt oder ob ihr es machen wollt oder wie ihr es macht. Stimmt gerne mal hier ab und schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen. Warum habe ich das Buch die ganze Zeit hier? Und dann sehen wir uns morgen bei einem neuen Video von mir wieder. Habt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und fröhlich und bis morgen. Tschüss.